Wir werden uns aber als ADR enthalten, wenn wir über dieses Projekt de loi aufstimmen, weil wir sind uns an einem Punkt eins, und aber auch vielleicht nicht ganz eins. Die Kannerrechtskonvention als ein Instrument von zentraler Wichtigkeit für die Rechte von den Kanner hier im Land. Mir ist das eine Konvention, die schon lange leid auch hei. Wir haben eine Viergeschichte, die schon zurückgeht, und ich erinnere mich, wie es mir 2004 vom Ombudskomitee für die Rechte vom Kant, wo da gesagt wird, dass die Kannerrechtskonvention auf wichtigen Aspekten nie umgesetzt gehen. Und sie wäre zu gut, und von vielen Gerichten konsideriert als non directement applicable und natürlich notamment an dem Kontext von Schädungssituationen, da wo dran steht, dass der Kant Recht hat auf persönliche Relationen, auf regelmäßige Relationen mit seinen Eltern, was natürlich direkt Implikationen hat auf den Droit de Visite et d'Hébergement und auch auf die Garde Partagée, Proben, die bis heute nicht geregelt sind. Dafür geht es doch, als es auch lädt, dass der Justizminister nicht heute hei ist, weil ich meine, es wäre die Gelegenheit für auch auf Wichtigkeit von einem neuen Schädungsgesetz aufmerksam zu machen, wo die zwei älteren Teile am Interesse von den Kanner dieselbe Strechter hätten, für die Kanner können sowohl eine gemeinsame Responsabilität über die Kanner auszuüben, wie auch eben die, das Recht vom Kant auf regelmäßigen Kontakt mit den zwei älteren Teilen zu garantieren. Dafür ist dann mal direkt eine Frage an die Regierung, wo ist das neue Schädungsgesetz drin, für das an denen zentralen Aspekt der Kannerrechtskonvention heute zu Lützburg auch wirklich kann appliziert gehen. Es kann ich noch nicht hingehen und so ein Protokoll ratifizieren, weil gerade Geburtstag aus der Kannerrechtskonvention oder weil wir als Lützburger wollen, mit den Ersten sind noch von dem ganz leif, als wieso ein Gest, das immer leif gemengt. Wir haben das nicht gemerkt. Wenn ich so etwas umsetze, für das heute stellen sich auch ganz substanziell Fragen. Einer von denen ist zum Beispiel, für was haben wir keine Wiege vom ORK für das Gesetz, für was haben wir keine Wiege vom Tribunal de la Jeunesse, weil sie so viele Fragen, die sich hier stellen. Hier gibt es gesagt, Kant oder Gruppe, wo Kanner können, einen Plan zu machen. Wie wäre dort Prozedur? Wie ist mit der Autorität parental an dem Fall? Wie eine Form, wo Rechtsvertretung wäre möglich? Wie eine Form oder Garantie der Konfidentialität hätten die Kanner, wenn sie eine Prozedur gängen aufhängen für eine internationale Instanz? Wir wissen, dass hier für ein Jurengericht immer Debatten sind, wo Spannungsverhältnisse sind zwischen dem Recht auf Öffentlichkeit oder dass so eine Garantie am Rechtswesen, dass eine Gerichtsverhandlung immer soll öffentlich sein, auf der engen Seite, an aber der dem Schutzbedürfnis wird absolut legitim aus von den Minderjährigen an ein gerichtliches Verfahren. Also es gibt ein ganz reiches Spannungsverfahren und da gibt es auch Defizienzen an dem Funktionament von den Institutionen, von den Vereinigten Nationen, die aber immer oder ganz tags auch visibel gehen, wenn es dem so Kommissionen geht. Und Herr Dallas hat gesagt, dass sie unerkannten Experten an der Kommission das mehr sind. Aber es gibt aber auch immer Situationen, wo den Avis von den Kommissionen so gesteuert wird von interessierten Staaten, dass als Argument geholt wird, wie lernst Gerichtsurteile oder lernst parlamentarische Decisionen politischen Druck auszuüben für gewisse Änderungen vorzuholen. Alles das sind Konsiderationen, die ein Heim muss mit erfreuen, weil geht das ja zusammen, den Schutz vom Kant. An den sind wir noch hier ohne die rechtlichen Garantien und Klarifikationen und ohne die Vollapplikation von der Kannerrechtskonvention zu Lützburg hier nicht garantiert. Da wäre als Priorität gewesen als ADR, dafür sorgen, dass die Kannerrechtskonvention an allen Artikeln und nicht einmal an denen, die Erschädigungssituationen applikabel sind, heimal gegen umgesetzt gehen und dann hätten auch können die Weiterschritte holen. Thank you.